ja, ich weiß, du bist verwirrt. Die ganzen Qualifikationen und du hast jetzt ein Turnier. Ja, ich weiß, das ist gerade super schwer, aber lass mich dir das alles kurz erklären. Du erzählst von deinem hypothetischen Turnier. Edgy hört das mit und schickt die erste Audio zu dir. Mit nur einer Zeile und sagt, der hat das Turnier gewonnen. Ich war mit dem Talk und hab das alles etwas mitbekommen. Also mach ich unter einer Stunde schon die nächste Runde. Eine Part mit Video und dazu dann noch schlecht gesungen. Die schick ich an dich und dann hast du die SSR, damit es online kommt und dachte, das wäre nun der ganze Scherz. Aber Bär fand das so witzig, dass er ebenfalls was machen wollte. Sprach dann kurz mit Edgy und sie merkten, es wäre witzig, wenn wir 16 Rapper dazu bringen, bei dir einen Part zu droppen. Starten ein Turnier, das du so leitest, wie du leiten wolltest. Bär von Ditchy schrieben also erstmal ein paar Leute an, erklärten ihnen, was das ganze Turnier zu bedeuten hat. Regeln fürs Turnier zu finden ist auch nicht so schwer, doch weil sie von dir kommen mussten, muss ein Infovideo her. Also schauen wir im Watch Together Battle Runden an zum Bewerten, damit du selber ein System mit Punkten machst, war aber dann wieder egal, weil Bester direkt mal so fragt. Und somit hatten wir das Video zusammen. Ichi macht den Schnitt und er stellt dir einen Discord-Chat. Wenn wir das hier sehen, nehme ich jetzt mal an, wir sind dort jetzt. Die Qualis kommen an, wenn auch etwas zu spät, aber alles ist gemacht, Dingos Rap-Turnier steht. Du bist sicher überfordert, aber Junge, wir sind Freunde. Du hast zwar nicht so viel Zeit, doch dafür motivierte Leute, die dir sicher Arbeit abnehmen. Also keine Sorge, du kannst dich entspannen und wie du willst, das Turnier performen. Hallo Ingo, ich nehme auch teil. Ja, ich weiß, finde ich's auch geil, aber irgendjemand muss das ja leiten, und wenn du es nicht tust, dann tut das keiner. Die Mikosafare, lo faro a cadere. Ecco tu il dittatore, solo tu sei ingovernabile. Solo to say.